So. Erstmal hallo. Hier abseits vom normalen Video. Und zwar geht es darum, normalerweise nehme ich ja meine Videos mit dem Handy auf, was auch sehr gut funktioniert. Aber bei dem Video ist diesmal irgendwas schief gelaufen. Ich kann nicht sagen, was. Der Ton ist kaputt und auch viele Stücke vom Video an sich sind unansehnlich bzw. kaum erkennbar, was es ist. Deswegen werden wird das Video, was jetzt kommt, zu der Überraschung, die ich euch ja gestern versprochen habe, von mir drüber gesprochen. Aber ich möchte auch gleich die Gelegenheit nutzen. Ich habe einen neuen Insta-Kanal, da könnt ihr die schönsten Fotos von meinen Spinnen sehen, und zwar auf Spinnensaga. Ich werde natürlich unten in der Kanalbeschreibung den Insta-Account verlinken. Und damit wisst ihr Bescheid. Wie gesagt, es tut mir leid, dass viele Passagen vom Video kaputt gegangen sind. Ich versuche so gut wie möglich nachzusprechen bzw. drüber zu sprechen, aber ich denke mal, ihr könnt das verzeihen. Und übrigens einen schönen Dank. Wir haben in den letzten Wochen so viele Abonnenten gemacht. Freut mich, dass euch das Thema Spinnen so sehr interessiert. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr den Titel gelesen habt, wisst ihr ja eigentlich schon, was drinnen ist. Aber die Spinne war bei mir nicht geplant, war ein Geschenk vom Shop. Und war überrascht, als ich reingeguckt habe. Ich wusste es zuerst nicht, was drin ist. Ich wusste es aber gleich, nachdem ich sie gesehen habe. Und zwar haben wir hier eine karibische Spinne. Eine baumbewohnende Spinne. Und zwar die Caribena visicolor, früher bekannt unter Avicularia visicolor. Eine sehr bunte Spinne. Jetzt momentan ist sie Fresshaut 2 oder 3, ich bin mir nicht sicher. Da hat sie noch eine bläuliche Färbung, wird aber im Erwachsenenalter eine Mischung aus grünschimmernd, schwarz-rot bis rosa-pink und wird auch Pink Toe, also Pinkfuß genannt, weil ihre Fußspitzen pink sind. Eine Vogelspinne mit Brennhaaren. Eigentlich sehr friedlich und auch oft als Anfängerspinne bezeichnet, hat aber auch den Verteidigungsmechanismus, dass sie ihre Feinde mit Kot beschießt, wird man im Normalfall selbst nicht abbekommen oder ist mir zumindest unbekannt, dass das jemandem schon mal passiert ist. Und ich werde euch ein paar Bilder einblenden, wie sie ausgewachsen aussehen kann. Die Färbung ist natürlich ein bisschen individuell bei dieser Art, kann vom Foto etwas abweichen. Aber ich habe mir schon lange überlegt, auch diese Spinne heimzutun. Das sollte natürlich in keiner Spinnensammlung fehlen. Die Weibchen dieser Art können bis zu 15 Jahre alt werden, während die Männchen meistens nur so 3, 3,5, 4 Jahre hinbekommen. Ist bei den Spinnenarten eigentlich bei fast allen so, dass die Männchen etwas weniger lang leben. Also hoffen wir das Beste, dass es ein Weibchen ist. Ich meine, auch wenn es ein Männchen ist, wird es auch einen schönen Platz bei mir kriegen. Freue mich sehr, dass ich die Spinne jetzt auch zu meiner Sammlung zählen darf. Ist eine relativ schnell wachsende Art, sollte in 2 Jahren, ungefähr 2 bis 2,5 Jahren, ausgewachsen sein, ist eine etwas kleinere Spinne, werden 4 bis 6 cm in etwa, können aber auch Berichten zufolge in der Gefangenschaft bis zu 8 cm werden. Was bei der Spinne sehr häufig gesagt wird, dass sie ihre Verhalten sehr oft ändern nach der Häutung, da bin ich ja gespannt. Die Caribena ist auch eine sehr saubere Art. Sie hält ihr Gehege sehr sauber, das heißt, aus ihrem Gespinst werden Kotreste und Futterreste rausgetragen, was die Reinigung des Terrariums eigentlich sehr vereinfacht. Und damit freue ich mich schon auf einige weitere Videos mit dieser Spinne. Ich bin sehr gespannt auf die Farbänderungen, die diese Spinne durchmacht, und bin schon sehr aufs Ergebnis am Ende gespannt.
Also, wenn euch die Spinne gefällt, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!